Liebe Zwillinge, mein Name ist Emanuel von Zenstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater und das ist die allgemeine Monatsprognose für November 2020. Zwischen 1. und 11. des Monats bilden Merkur und Saturn einen Quadrat. Die herrschenden Lebensumstände begünstigen das Entstehen von Gefühlen der Einschränkung, Isolation und Einsamkeit. Du könntest den Kontakt mit einem alten Bekannten wiederherstellen, das wäre eine positive Möglichkeit, die hier vorhanden ist. In der Liebe kann es geschehen, dass jemand aus der Vergangenheit wieder auftaucht. Dann am 3. hast du Merkur, dein Herrscherplanet, direkt laufend in Waage. Ein Mensch braucht dringend deine Hilfe und aufgrund deiner Gaben und Empathie kannst du von deinem Mitmenschen Anerkennung erwarten. Sportliche, kreative und Freizeitaktivitäten werden nur unter Umständen möglich sein. Zwischen 12. und 13. haben wir eine mächtige Konjunktion Jupiter-Pluto in Steinbock, eine behördliche Angelegenheit, die die Themen gemeinsames Geld, Besitz, Steuer und Kredit betrifft, kann in den Vordergrund treten. Im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen sollte man für mehr Ehrlichkeit sorgen, anstatt eine Sache zu verdrängen. Manche Zwillinge können sehr bald Dinge erledigen, die tiefe Gefühle auslösen und deren Leben eine neue Richtung geben. Am 14. läuft Mars direkt in Widder. Bis Anfang 2021 wirst du deinen Lebensplan ändern und neue Wege gehen. Das, was man früher als undenkbar ansah, kann bis Januar geschehen. Zwischen 17. und 20. des Monats haben wir Merkur, Opposition, Uranus, Abbrüche und Wendungen im privaten und beruflichen Alltag sind möglich. Zwischen 15. und 19. haben wir eine Spannungskonstellation zwischen Venus und Saturn. Das heißt, bestimmte Bindungen und Verpflichtungen gegenüber eines Menschen werden in dieser Zeit als eine Last angesehen. Ein Gefühl der Abneigung und Ablehnung kann auftauchen, weil ein Mensch stumpf und unempfindlich ist. Dann am 21. tritt Venus in Skorpion ein. Die Beziehungen zu einem Menschen werden sich bis Mitte Dezember vertiefen. Du oder jemand anders wird Unterstützung bei einer kritischen Situation bekommen. Zwischen 22. und 28. haben wir Venus-Opposition Uranus. In der Liebe dürfte sich einiges schneller ändern, als man denkt. Dies kann als positiv oder negativ je nach Geburtshoroskop interpretiert werden. Es empfiehlt sich, keine großen Käufe oder Verkäufe zu tätigen, denn das Verlustrisiko, meine liebe Zwillinge, ist etwas hoch an diesen Tagen. Dann am 29. läuft Neptun direkt in Fische. Bis Juni 2021 wirst du zögernd in eine Richtung gehen und eine wichtige Entscheidung treffen, die eine finanzielle Unsicherheit beinhaltet. Ein Gefühl der Unzufriedenheit kann in Bezug auf dein Berufsleben entstehen. Ja? Und dann zum Schluss haben wir Merkur, Sextil, Jupiter und Saturn. Es dürfte dir am Monatsende gelingen, eine ernsthafte Entscheidung in Bezug auf deine Arbeit zu treffen. Es ist wichtig, meine lieben Zwillinge, ja, dass du dich von bestimmten Menschen oder Situationen nicht entmutigen lässt und eine Sache konsequent durchziehst. Liebe Zwillinge, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit der Prognose für November 2020. Falls du eine individuelle Prognose für die kommenden Jahre brauchst, bin ich immer da für dich. Du könntest eine Beratung bei mir bestellen. Ich wünsche dir viel Erfolg, Glück und Gesundheit im November 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.